als der Herzog mit seinem treuen Bauerngefolge sich langsam an den Fluss annähert, in den Weiten von Lustrias Dschungel, trifft er plötzlich auf einen Slan, der seine Haustierdinosaurier ausführt und seine Tempelwache dabei hat. Und er lässt den Herzog nur dann weitergehen, wenn dieser lernt, was echte Lichtmagie ist. Denn der Scheiß aus dem Imperium, der hat hier nichts zu was im Vergleich zu dem, was die können. So, dann gucken wir mal. Also, beginnen wir mit Fars Schützen im Licht. Der Zauber bietet dem mildtätigen Wächter des Lichts um Schutz für seine Verbündeten. Verbessert. Macht er mehr Reichweite, kann alle erwischen. So, ich bin gespannt. Die Lehre des Lichts wurde verbessert, hat's geheißen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, okay. Ein Schild taucht auf und das ist jetzt hier erkennbar am Ding. Oh, dass ich da ist. Vielleicht hätte ich nicht so Tempelwächter nehmen sollen. Die sind nämlich selber ganz schön glänzi. Glänzi Lasery. Ja gut, egal. Dann schauen wir mal, wie das Licht der Hoffnung ausschaut. Der Zauber greift in den Wind hüsch hinein und bringt erhabene Energien aus ihnen hervor, die verzagte Herzen mit neuem Mut füllen. Wenn man es verbessert, hat man länger eine Effektdauer. Ah, glänzi sparkly. Ist auf jeden Fall besser als Nixi. Ah, okay, und das am Icon, das ist ein bisschen anders, da ist jetzt so glänzi Scheiß drauf. Ah, okay. Ist doch nicht anders. Macht nix. So, dann. Bironas Zeitkrümmung. Der Zauber lässt Lichtmagie in seiner Verbündeten fließen, löst sie damit vom Fluss der Zeit und beschleunigt ihre Handlungen. Verbessert haben wir einen größeren Effektbereich. Ah ja. Lichti-Wirbeli-Zeugs. Swirly-Lighty. Besser als nix. Also, es hat jetzt nicht übergeil ausgeschaut, aber insgesamt haben die Buffs auf jeden Fall ein Stück besser. Ich will den Schildschmarrn nochmal sehen. Da kriegt bloß ein Schild auf und das war's. Ja, ja. Jeder kriegt hier so einen kurzen Schild nur. Ja, ja. It is what it is, wa?
Die Slans, die sind schon sauschneu. Okay, da bin ich mal gespannt. Schems gleißender Strahl. Blitze aus reiner Energie fließen aus den Händen des Zauberers und versenken das Böse, wo immer sie auf sie treffen. Verbessert, aber mehr Geschosse und so. Jetzt feuern wir mal die normale Variante. Wow, nein. Gut, super. Scheiße, übersehen, der hier auf Super Schnellmodus hatte. Gut, jetzt hat aber. Und in die Bahn. Ah ja. Das schaut schon einiges mehr nach Lasery, Phasery, Lighty, Blitzy, Scheißdreck aus. Ja, Mann. So mag ich das, so kann ich mir das vorstellen. Lehre des Lichts, das ist gut. So, dann. Die Einheit kann sich nicht bewegen. Der Zauberer Amyntox-Netz. Der Zauberer wirft das Netz aus und das geweht worden sein soll, um den großen Täuscher persönlich zu fangen. Getroffene Ziele fallen Handlungen schwer. Wenn man es verbessert, kann man alle festhalten. Wir machen mal einfache Varianten auf die da. Ah ja. Das ist zwar das Netz, so wie vorher, aber jetzt schaut es nicht aus wie so ein blödes Spinnennetz, sondern jetzt schaut es halt wirklich mehr aus wie so ein LED-Netz aus Lichtzeug. Das ist schon in Ordnung. Das gefällt mir, das ist gut. Das ist solide. So. Fürs Grande Finale. Die Verbannung. Nehmt euch in Acht, finstere Kreaturen. Der Magier beschwört einen Ball reinsten Lichts und verbrennt seine Feinde. Und verbrennt Feinde der weißen Magie. Verbannt. Na, scheißegal. Doppelt zaubert. Erhöhter Schaden. Aber wir machen es einmal einfach. Schauen wir mal, wie die Verbannung jetzt ausschaut. Vorher hat es ausgeschaut wie so ein bisschen ein Gasball. Also, das schaut auf jeden Fall nicht mehr aus wie ein Gasball. Das schaut jetzt auf jeden Fall echt aus wie so ein Lichtscheißdreck. Vor allem freut man, dass da, wie sagt man da, dieser Effekt, wo es, das Büdel zusammenzeigt, das gefällt mir. Und dass das alle möglichen Farben mit drin hat. Oh, und das Finale ist auch geil. Ja, also Lehre des Lichts. Geht in Ordnung. Jo, die neue Lehre des Lichts ist cool.
Gibt's mal die Jurassic Park Scheiße, Alter. Very nice. Ach, selbst wenn man total enttäuschendes DLC hat. Das kann nicht 25 Euro wert ist. Bin ja dann das Spiel doch immer wieder nur. Um immer noch Gaudi zu haben. Ja, Mann, gib's ja mal deinem Schwanz.